Wir lieben Holz. Und wir lieben das, was wir daraus machen. In Neumarkt, in Gütersloh und in Leutkirch sind das Spanplatten. Das heißt, nachhaltige Holzwerkstoffe. Vor allem für den Möbel- und Innenausbau, für die Verpackungsindustrie, für die Lagertechnik und nicht zuletzt für den ökologischen Hausbau. Spanplatten sind nicht nur umweltfreundlich und wohngesund, sie halten auch hohen Belastungen stand. Je nach Anforderung sogar Feuchtigkeit und Feuer. All das setzt jedoch voraus, dass man mit Know-how ans Werk geht. Mit innovativen Lösungen, größter Sorgfalt und mit Respekt vor der Natur. So wie es bei Pfleiderer der Fall ist. Denn alles, was wir tun, ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Das beginnt bereits beim Einkauf. Für die Produktion verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Sehr häufig aus Wäldern, die zertifiziert sind und mit möglichst kurzen Wegen zu unseren Werken. Recycling- und Sägerestholz kommt ebenfalls zum Einsatz, sofern es unbehandelt und frei von Schadstoffen ist. Wo wir eigene Heizkraftwerke betreiben, sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, erzeugen wir aus Biomasse oder aus Recyclingholz, das nicht mehr wiederverwendet werden kann, Energie. Selbstverständlich CO2-neutral. Allein für die Produktion kommen je nach Werk bis zu 3000 Tonnen Holz bei uns an. Oftmals direkt in Form von Sägemehl oder Sägespänen. Restholz, Hackschnitzel und Baumstämme bereiten wir auf. Langhölzer zerkleinern wir im Zerspaner, Hackschnitzel im Messeringzerspaner. Anschließend werden die Späne bei 180 Grad Celsius im Trommeltrockner getrocknet. In der Siebanlage werden die Späne nach ihrer Größe sortiert. Späne, die zu groß sind, werden dort aussortiert. Metall, Fremdstoffe und Mineralien ebenfalls. Gesäubert und nach Größe getrennt gehen die Späne in die kontinuierliche Produktionsanlage. Hier produzieren wir Spanplatten sozusagen am laufenden Band. Als Bindemittel dienen hochwertige Leime. Je nach Plattentyp sind diese unterschiedlich zusammengesetzt und dosiert. Mit Leim benetzt werden die Holzspäne auf das Pressband gestreut. Zuerst feine Späne für die untere Deckschicht, dann gröbere Chargen für die Mittelschicht. Und zuletzt wieder feine Späne für die obere Deckschicht. Zusammen ergibt das den sogenannten Spankuchen. Unter Druck und Hitze wird daraus eine belastbare Platte. Auf den letzten Metern der Anlage schneidet eine Inline-Säge das Plattenmaß heraus. Zu diesem Zeitpunkt sind sie noch bis zu 250 Grad heiß. Damit die Platten abkühlen können, führt ihr nächster Weg in den Sternwender. Von dort aus geht es über die Abstapelanlage weiter in das Reifelager. Dort bleiben die Platten bis zu 24 Stunden. Auf Lagertemperatur abgekühlt erhalten sie ihren Feinschliff. In der Schleifstraße werden die Platten auf ihre endgültige Dicke geschliffen. Dabei erhalten sie auf beiden Seiten eine absolut ebenmäßige Oberfläche. Das ist nicht nur für Platten wichtig, die im weiteren Verlauf veredelt werden. Auch an unsere Rohspanplatten stellen wir den Anspruch absoluter Oberflächenruhe. Diese überprüfen wir direkt an der Schleifstraße mit modernster Technik und mit jahrzehntelanger Erfahrung. Unsere Rohspanplatten werden mit stumpfer Kante oder mit einem Nut- und Federprofil zur einfachen und passgenauen Montage produziert. Präzision ist nicht zuletzt auch an der Aufteilsäge gefragt. Für unsere Kunden machen wir je nach Werk Zuschnitte bis hin zu 18 x 20 cm möglich. Eine vollautomatische Verpackungsanlage macht die Rohspanplatten versandfertig. Von dort aus geht es entweder auf kürzesten Weg in die Beschichtung, wo wir die Platten mit einer Vielzahl an Dekoren und Strukturen veredeln, oder direkt zu unseren Kunden, zu Industrieunternehmen, Handwerksbetrieben oder Händlern in ganz Europa. Denn auch Sie lieben Holz. Und Sie lieben das, was Pfleiderer daraus macht.